Eintracht Frankfurt ist bereit für die letzten Spiele der deutschen Meisterschaft. Im nächsten Spiel gegen Union Berlin könnte der Trainer Dino Topmöller Omar Marmoush, der häufig spielt, eine Pause geben. Hugo Ekitike, der im Training auffällig war, könnte ihn ersetzen. Dino Topmöller lobte den französischen Spieler und sagte, dass er diese Woche sehr gut trainiert hat und Chancen hat, das Spiel als Startspieler zu beginnen. Andererseits, obwohl Eintracht Frankfurt überlegt, die Kaufoption für Hugo Ekitike, den 21-Jährigen, der vom PSG ausgeliehen ist, für einen Preis zwischen 15 und 20 Millionen Euro zu nutzen, haben andere Vereine, wie die AS Roma, ebenfalls Interesse an dem Stürmer. Roma sucht nach Alternativen, falls der Stürmer Romelu Lukaku, der derzeit 30 Jahre alt ist und vom Chelsea FC ausgeliehen ist, nach dem Sommer nicht bei ihnen bleibt. Da es für Roma teuer ist, Lukaku dauerhaft zu behalten und er wahrscheinlich nicht bei Chelsea bleiben wird, glaubt man, dass er möglicherweise nach Saudi-Arabien wechseln könnte, wie von einer italienischen Sportzeitung berichtet. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.